Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal Super Mario Odyssey. Also ein Together mit jemand anderem. Er spielt den ersten Charakter, ich den zweiten. Und lass uns sehen, wie es losgeht. Kannst du in den Einstellungen was verändern? Ja, kann ich. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich bin etwas schreckhaft. Ich habe gesehen, was vorhin passiert ist. Alles gut bei dir? Du bist hier im Hutland. Wir wurden gerade von demselben Unhold angegriffen, das dir so übel mitgespielt hat. Das Schlimmste ist aber, dass es meine kleine Schwester entführt hat. Ich wollte eigentlich ein Schiff klar machen, um diesen Unhold hinterher. Aber unsere gesamte Flotte wurde während des Angriffs vernichtet. Ich meine, wir wollten im benachbarten Land noch ein Schiff finden. Von der Spitze des Hutturms komme ich da bestimmt hin, aber die Schergen des Unholds versperren den Weg. Wir kämpfen für dieselbe Sache, nicht? Wir sollten uns zusammentun. Mal sehen, ob wir meine Schwester und Peach aus der Klemme helfen können. Nicht so dein Stil? Wie wäre es hiermit? Gabby ist jetzt dein Begleiter.
Information, ich spiele die Cappy, ja, wie gesagt. Und Spieler, der jetzt leicht schweigsam ist, Mario. Willkommen in Zylindrien, dem ganzen Stolz des Hutlandes. Soll ich dir was über die Anleitung erzählen? Sei vorsichtig da draußen. Ich kokle nicht gerne. Oh, das arme Luftschiff von dem einen. Das wird wohl ein Spaßprojekt werden, langsam. Das glaube ich auch. Ich bin weit weg. Wir müssen eigentlich zum Turm, falls du vergessen hast. Stimmt. Aua. Das hat weh. Einfach nur dann gedrückt halten den Knopf. Ich hab Vögel befreit mit Hüten. Das ist komisch. Echt? Warum kommen die Brücke von unten, nicht von oben? Das frage ich mich auch. Und wie sieht's im Turm aus? Gut. Hey. Komm mal her. Komm her. Ja, du weißt, dass man zumindest noch sehr viel braucht. Weiß ich. Wo kommen wir jetzt her? Weiß nicht, will die Frösche nicht nerven. Die sind so... Mist. Sind so Mist. Ey! Mario im Wasser.
Frösche, Kaulquappen, Kaulquappen, Frosch, Frösche. So viel Froschgedanken. So viel Erinnerung froschig. Wie sieht das denn aus? Schwarz-weiß. Mit ein bisschen Farbe. Ein Mario-Frosch. Du hast einen Frosch gekappt. Ja, geschafft. Und jetzt hier runter. Da, 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 da. Mal sehen, wie hoch man kommt mit der Taktik. Das macht so viel Spaß. Komischer Typ. Ich bin gern murmisch. Haben wir einen Sieg, oder? Ja. Jetzt habe ich noch mal drei dazu bekommen. Ist da oben noch irgendwas? Du bist so fies. Ich bin nicht so fies. Jetzt will ich dir nicht mehr helfen. Jetzt brenne ich. Hast den Frosch verloren. Dann spreche ich halt nochmal runter. Spring, mein lieber Mario. Du bist mal wieder so. Andere hinten, andere Richtung. Da ist irgendwo, musst du doch ein Frosch noch sein. Da. Hallo? Ja, Fröschis. Gedanken. Da oben ist nichts mehr, wie es scheint. Dann gehen wir zur Tür. Der Turm ist zu hoch. Ja, jetzt sind wir jetzt frisch ausgegangen. Das ist ein hässlicher Frosch. Wieso? Das wieso? Sind wir so komisch. Ich bin schon wieder verbrannt. Nein, nur vor der Asche, Ruhe. Du bist aber doch kein Schornsteinfeger. Du bist so ein Klempner. Ich bin schon mal auf dem Platz. Warum sind da oben Hasen? Seit wann hat Bowser den Hasen als Gefolgschaft? Seit Odyssey. Ja, schön. Ehe, der Chef hat recht, als er sagte, ein
Schnurrbärtige Geselle würde sich in unsere Vorbereitungen einmischen. Wir sollten uns wohl mal vorstellen. Man nennt uns die Brudals. Unsere Zeichens Hochzeitsplaner des glücklichen Paars Bowser und Peach. Okay, glücklich sind sie auf jeden Fall nicht. Gar nicht glücklich. Wir haben den Schatz, den wir wollten. Wir können also weiterziehen. Oder müssen wir allerdings noch diese Stirnfriede aus dem Weg räumen? Du wirst uns niemals besiegen können. Cool, drei Hütchen. Zwei Treffer schon vorbei. Vielleicht war denn der. Ja, und jetzt ist er auch weg. Nein, er kommt doch, glaube ich, später wieder, oder? Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Stimmt. Ich will nicht weg, ich will zu Hause bleiben. Ich will nicht von der Halbe geklaut werden. Ciao. Und so beginnt die Reise von Super Mario Odyssey. Da, 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 da. Das war vor Hochzeit. Bist du ein schlauer Junge? Nein, bist du nicht. Doch, bin ich. Kaskadenland. Ja, das. Ich glaube, das macht ihr nicht so viel Spaß. Und jetzt ist die Leitung gerissen. Wir kommen nicht mehr zurück ins Hutland. Sind für ewig abgetrennt. Was für ein Trip. Aber hey, wir haben es in einem Stück ins Kaskadenland geschafft. Ich bin ganz elektrisch vom Kippen der Stromleitung. Abgedrehtes Gefühl. In dieser Gegend sollte sich ein altes Schiff befinden. Los, suchen wir es. Ich will nach Hause. Nein. Kommst du aber nicht. Wir sind hier jetzt zu Hause. Ich bin Vogelkappen. Ich bin Vögelchen. Bla, bla, bla. Komm mal her. Ich will kurz was ausprobieren. Da war gerade ein Pixel Mario etwas. Er ist schon weg, er ist weggesprungen. Also, nein, ich will die opfern. Du musst nicht in die Richtung. Ja, du musst ja den großen Stein zerstören. Ja, verstehe ich jetzt, dass ich den großen Stein zerstören? Ist mir nie zu. Ein Mond, was bringt der? Mondkräfte? Vielleicht. Guck mal, hier ist ein Pixel. Gumba. Nicht schon hin. Du machst einen schönen Stein jetzt kaputt. Aber ja, hier.
Der erste Mond. Power Mond. Power, Power. Dadurch fällt der Stein um. Macht ja Sinn. Ja. Multimond hoch über den Wasserfällen. Was ist denn das für ein Viech? Ein goldener. Ich meinte diese dicke. Das dicke Ding. Wie gesagt, das war ein goldener Kettenhund. Nein, das, was die andere. Das da hatte. Ist hier was hinter? Nein, alles nur abgeriegelt, wie es scheint. Aber das ist was. Das war's. Wo bin ich denn? Lila Münzen. Oh, lila. Ist in ihrer eine Währung. Das ist es. Genau hiernach haben wir gesucht. Rost. Das ist ein schlecht. Ist in einem schlechten Zustand, als ich dachte. Nun ja, es ist ja auch eine alte Modell, aber es fliegt bestimmt noch. Mal sehen, ob wir ihn Yang bekommen. Wirf mich einfach auf den Globus. Hierher. Ich bin doch kein Hündchen. Ein Mond. Ach, dafür sind die Monde. Jetzt wissen wir. Eine Mondkraft. Nee, passiert nichts. Was für ein. Was? Die rührt sich nicht. Das bedeutet, die brauchen mehr Energie. Ja, mehr Monde sammeln. Warte mal kurz. Jetzt weiß ich, wie man das macht. Münzen, lila Münzen. Ich muss. Kletter, kletter, kletter. Für eine Münze. Na! Das war das Falsche. Noch mehr von den Dingern. Die wollte ich einsammeln. Ich komme nicht an die Viecher ran. Nein, da gehen wir jetzt nicht hin. Da ist ein Stein, ist bestimmt was, ja. Erstmal. Ein Dino! Ah, renn! Okay, aber. Da ist auch noch ein Stein. Vielleicht da ist der Stein. Dann mit dem anderen, dem eigentlich kleinen da, dem kleineren kleinen. Den Stein meine ich, der ist auch noch. Da ist auch noch was. Schade. Hey, ich dachte, da wären Münzen. Beiß dich durch das Gestein. Warte mal, komm mal her. Komm mal her. Ich hab bei Dino auch noch ein paar Münzen gesehen, verlieren. Da. Hol sie dir. Hol sie dir, mein süßes Hündchen. Meine Cap. Er schreit. Jetzt seid ihr dran. Der stellt da mal kaputt auf. Gibt genügend Steine, die ich was kaputt machen kann. Die Steine. Auch wird noch einfach auf ein paar Steine gehabt. Ich
Yoda. Da, die Sterne schnell da. Irgendwas passiert. Na toll, ist er weg. Und du auch. Du hättest auch mich nur hinlassen können. Jetzt nicht einfach mal raus. Da war Mond. Den haben wir schon. Mann, dann trotzdem. Wenn man sieht. Oh. Und wir haben auch Regentropfen drauf gehabt. Rennen. Nochmal Dino. Warte. Dino Power. Geh mal wieder rüber. Da. Und jetzt geh mal aus dem Dino, sag ich jetzt mal. Erst wenn du wieder da bist. Jetzt an den Stein da rein und dann nochmal rausspringen. In den Stein und geht jetzt raus. Na, jetzt da. Versuch Nummer 2. Da wird besser Bescheid mal. Jetzt! Was machst du da? Du bist gelaufen, nicht ich. Am Ende der Dino. Wenn du läufst. Ich hab die Rausspringtaste gedrückt. Bestimmt. Hier rüber. Hier kommen wir, glaube ich, nicht mehr da hoch. Muss ich gerade zu Fuß laufen. Die Frage, ob wir zu 100% machen, keine Ahnung. Müssen wir noch gucken. Hier ist nur eins. Du kannst es nochmal versuchen, wenn du willst. Die nur die eine Flagge zu erreichen. Was will ich doch auch? Dino Power! Das juckt auch niemanden, wenn wir brüllen. Am besten gehst du auch mal aus dem Dino raus, nicht dass er verschwindet. So, spring auch mal raus. Okay, der springt irgendwie so doof. Hier irgendwie mal eine dünnere Kante, wenn ich da vorne irgendwo. Da. Ja. Vielleicht schaffen wir es von dort aus.
Das ist mal nochmal alleine. Geschafft. Jetzt gehen wir raus. Ja. Wir wollten irgendwie nur die Falle haben, damit wir nicht mehr von vorne, ganz vorne an, anfangen, falls wir runterfallen. Oh, und jetzt ab los zur nächsten Situation. Wie kriegst du mich nicht? Noch eine Fahne. Das lässt du mich machen. Wollte ich machen. Das ist getan. Da war noch ein Pfad hinten. Das ist eine Abkürzung. Nö, da geht's nur zu Lila München. Wir sind etwas. Und das ist ein Stein. So, wir raufspringen und dann so. Und dann haust du mich noch. Dafür verschwinde ich jetzt. Du kriegst mich nie wieder. Doch. Wie ich das mache. Die arme Mutter. Die Mutter haut doch auch ihre Kinder. Ja. Also? Was für eine Rabenmutter. Sind auch noch was. Da ist sogar noch ein. Noch zwei Pixel. Das ist auch noch ein Pixel. Ja, das ist das Geschenk, der Pixel. Das Peach Luigi. Das Peach Luigi. Rette mich! Das ist auch noch was gewesen. Was denn? Auf den Steinen. Hey, haut mich nicht. Da. Weil es sich echt weggedreht hat. Hier. Folgt der Cappy. Der Cappy weiß mit dem Weg. Das habe ich ja auch gesehen. Da wollte ich auch gerade hin. Wow, ein Pixelwand. Pixelwand. Schön ansehen. Das war jetzt erraten. Das wusste ich nicht. Bisschen habe ich schon gehört. Weil da hat man gesehen. Ich will nicht nochmal zurück zum Strand da vorne. Ist auch noch was. Hoch. Dann haben wir müssen übersehen gerade am Anfang. Auf und davon! Wir haben dann einige Münzen gesammelt. Was auch immer die bringen. Wovon wir schon 30 haben. Von 50. Ich glaube immer, dass das Wichtige ist, weil sonst würde es ja nicht von 50 sein. Hm. Und das Geld vom Geld haben wir ja schon ein paar. Haben willst, dann bleib weg. Ich will den haben, nur. Tschüss. Warte mal, hier hinten ist auch keine Post. Da waren wir doch schon. Doch. Ich kann Steine treten.
Wow. Ich kann ja etwas. Ich kann schlau sein. Ich bin wichtiger als du. Ich kann aber mehr als du. Du kannst da zum Beispiel nicht rein. Hier kannst du nichts machen. Will ich platt machen. Böser Koopa. Das ist ein Goomba. Nein, Goomba. Koopa. Ist ein Nintendo. Nein, die Geist kaputt machen. Das hast du gut. Das war alles kaputt gemacht. Ich würde sagen, warte, bis der Goomba da ist. Gut so. Egal. Wie wird der Ruhe? Was ist denn da? Das ist doch egal. Andere Richtung. Andere Richtung. Weil sonst ist ja kein Block aufgetaucht, wenn da nichts wäre. Renn, 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 renn. Ein Pixelmond. Ein Mond für dich. Hinter dem Wasserfall. Du bist kein Frosch. Nicht so doof. Du musst nicht wie in der Froschstellung springen. Na toll. Jetzt weiß ich, wie die ganzen weil ich, wenn das normal auftaucht, wieder rumgesprungen wird, den Frosch. Ja. Ich habe hier einen Frosch bekommen. Kein Mario, sondern ein Frosch. Jetzt hast du uns einen armen Steiner kaputt gemacht. Jetzt hast du es geschafft. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist. Da habe ich die beste Aussicht auf alles. Da ist ein Herz. Da ist irgendwas gewesen. Wo denn? Herz. Jetzt kletter ich hier hoch. Ist hier was hinter? Mach ein bisschen tollen Ausblick hat. Ein königliches Herz. Was uns gleich drei Herzen wieder bringen. Jetzt hier mal raus. Und auf zum goldenen Kettenhund. Und für Hatling Lady. Ist doch nicht hässlich. Pott hässlich. Pott hässlich. Pott. Was? Du willst meine Monde, um dein doofes Schiff, um dein doofes Luftschiff zu reparieren? Geht's noch? Ja. Ich verschwende meine Monde doch nicht einfach an der hergelaufene, schon gar nicht an Kettenhundfutter. Warum springst du den an? Weglaufen. Jetzt einfach. Schön ist ihre hässliche Face. Du kannst einfach mit Geld eingehen. Hau ab! Hier weglaufen. Noch einen in deine Hände. Oh, jetzt sind wir sie noch hässlicher. Man versteht es, dass du erst warten sollst, bis er den Mut verloren hat, der Kettenhund, und bevor du da stehen bleibst. Bis sie tot ist. Jetzt ist sie potthässlich. Vorher war sie noch eine Situation vor potthässlich. Oh. Egal, wir haben jetzt drei Monde. Besser als null Monde.
Ich habe die tanzen gelassen, jetzt hast du den Tanz unterbrochen. Die wollten eine Aufführung für dich aufmachen. Bist mal so ungeduldig. Ein Multimond für dich. Jetzt fliegen wir zum Schiff. Wo willst du das wissen? Wo sollen wir sonst denn fliegen? Zum Start. Ich glaube nicht, dass man zum Start fliegt. Also, es ist nur noch auf Ding loswerfen, die Mütze. Cappy auf die Mütze. Cappy kriegt einen auf den Globus. Nein, der Globus kriegt eine mit der Cappy. Mhm. Ich mach das. Ich will das machen. Ich mach das. Du rennst so schön Cappy an. Danke. Pascal? Ich heiße nicht Pascal. Nee, die hat jetzt denken, ich will Pascal heißen. Weil das würde ich nicht gebrauchen, dass die Leute das denken würden. Oh. 6 Monde, wir brauchen aber nur 5. Jetzt haben wir es kaputt gemacht, glaube ich, jetzt. Nein. Ich glaube, jetzt haben wir einen mehr. Aber ist ja nicht, glaube ich, nicht so schlimm. Die Odyssey ist funktionstüchtig. Jetzt weiß ich, warum das Spiel Odyssey heißt. Nein, das ist jetzt echt nur Reise auf einer anderen Sprache. So. Wir haben genügend Energie, um ins Wüstenland zu reisen. Dann wollen wir mal meine Schwester und Peach retten. Ja. Rotland. Kaskadenland. Wüstenland. Privatverhext. Chips-Cola. Ich darf noch, ich muss noch reden, sonst denken die Leute, ich würde nicht mehr reden. Das wäre nicht praktisch. Da hast du den ganzen Stein zerstört. Auf geht's! Ins Wüstenland. Wie Cappy guckt. Jetzt hast du eine zweite Mütze. Hab ich zwei? Ei, Captain. Aber kann ich die tauschen? Kann ich die überhaupt tauschen? Keine Ahnung. Ich glaube, du kriegst aber per Zufall die jetzt nun. Das sehen wir dann. Im nächsten Part. Ja, das war das Ende von diesem Part. Vom ersten. Wir reisen noch in das neue Land. Und ja, das war's schon mal. Genießt den Rest vom Part. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Na, wie gefällt ich dir als Kapitänsmütze? Ganz schön fesch, oder? Also, wo waren wir stehen geblieben? Das Ungeheuer schimpft sich als Bowser? Richtig. Gut, mit der Odyssey holen wir ihn in 0, nichts ein. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reitetipp, Stampfattacke. Nur um mit Blöcken oder Gegner unter dir oder Bodenebenheit tödlich zu werden, gehe nichts über eine Stampfattacke. Drücke ZL in der Luft und mit Hilfe einer Stampfattacke alles unter dir in zu dir pulverisieren. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Falls du noch was nachlesen möchtest, kannst du jederzeit einen Blick in die Anleitung werfen. Rolle vorwärts, ZL und Y. Pechsprung ist ZL und B. Sehr wichtig, weil man oft der Hechtsprung und
die Feuerdrille vertauscht. Und auch die anderen Sachen schon. Sehr viele Sachen. Man sieht auch schon manchmal von anderen Welten schon etwas. Das ist nicht so nett. Und das ist von der jetzigen Welt. Kannst jetzt halt das Menü mit Plus öffnen und die Einleitung auswählen. Schauen wir doch mal, was über das Wüstenland steht. Der Name vermutlich lässt, ist es von Land bedeckt und wohl auch ziemlich heiß. Dort gibt es Ruinen zu sehen und jetzt kommt's, den sogenannten Ring der Einheit. Der bindet Leute wie ein Ehering. Dieser Wort klingt ja ganz nach jemandem, der eine kostbare Antiquität für seine Scheinhochzeit stehen würde. Da ist der Mond im Hintergrund. Der Mond. Wüstenland. Wurzelebene. Oben auf den Ruinenturm. Da ist ja ein Mond. Mond. Wir haben es geschafft. Unsere erste Fahrt mit der Odyssey war ein voller Erfolg. Es ist furchtbar kalt und ich dachte immer, in der Wüste wäre es heiß. Warum leuchtet es auf dem Turmspitze? Ist das etwa ein Mond? Oh, ich kann heute wieder nicht reden. Echt cool. Wie gesagt, das war's mit dem Fahrt heute jetzt. Noch einen schönen Tag und ciao.